Mirror's Edge Catalyst ist mein erstes EA-Spiel seit guten 2,5 Jahren und damit hallo und willkommen zum What's im Sonntag mit dem Sendeplan der 28. Kalenderwoche. Ich war ziemlich überrascht, als ich Mirror's Edge Catalyst spielen wollte und wie Origin aussah. Ich kannte das noch ganz anders. In 2,5 Jahren hat da EA ganz schön dran geschraubt und ja, hätte auch nicht gedacht, dass es so lange her ist, dass ich da zuletzt ein EA-Spiel gespielt habe. Das war die Kampagne von Battlefield 1 und seitdem nicht mehr angerührt. Und Mirror's Edge Catalyst habe ich ja selbst schon seit Ende 2016 auf der Festplatte und jetzt eben nach 2,5 Jahren. In der Zwischenzeit gab es viele andere Spiele, auch wie eigentlich immer viele Ubisoft-Titel, aber bei EA hat es sich zwar einfach nicht ergeben. Dabei gibt es ja einige interessante Spiele auf der Liste. Also zum Beispiel das in Anführungszeichen neue, das aktuelle Battlefield, da habe ich die Kampagne vor. Oder das in Anführungszeichen neue Need for Speed, Payback. Oder Dead Space 2, die beiden Unravel. Und es kommt ja relativ bald schon wieder ein neues Need for Speed raus. Also da gibt es schon einiges, aber ich bin bisher einfach nicht dazu gekommen. Aus welchen Umständen auch immer, weil einfach andere Spiele zumindest zu einem gewissen Zeitpunkt interessanter waren. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein, kann man da sagen, bei den EA-Spielen bei mir. Ja, aber dafür ist das erste Origin EA-Spiel seit 2,5 Jahren ein richtiger Knaller. Also Mirror's Edge Catalyst, das kann ich schon soweit vorwegnehmen, ist ein richtig tolles Spiel. Und wie ich finde, ein würdiger Nachfolger vom ersten Teil. Und damit und überhaupt in der kommenden Woche wünsche ich euch wieder viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.